Ich habe 9 Kinder und bin stolz darauf. Aber ich habe nicht nur 9 Kinder, sondern sie auch zur Ordnung erzogen, in der Furcht des Herrn. Und der Herr bin ich. Was im Mittelalter für den jungen Knappen der Ritterschlag war, das ist für euch die Freisprechung vom Lehrling zum Bäckergesell. Und wenn ich euch so vor mir sitzen sehe, ihr jungen Ritter, so rufe ich euch ganz spontan zu. Haltet das Panier der Bäckerinnung genauso hoch und genauso in Ehren, wie die alten Ritter ihren Wappenschild. Wir machen noch einen Schoppen in der Grenzburg, Friedrich. Nee, ich kann nicht. Ich muss nach Hause. Meine Frau wartet. Wenn ich das bloß höre, immer hast du nur deine Familie im Kopf. Ja, deshalb geht's mir ja auch so gut, ne? Na ja, dann mach viel Spaß. Du brauchst dich gar nicht zu entschuldigen. Nie hast du Zeit für mich. Es ist ja nicht das erste Mal. Aber nur hör doch mal zu, mein liebes Kind. Ich bin nicht dein liebes Kind. Ich bin deine Frau. Aber das scheinst du ja vergessen zu haben. Du hast dir nur dein dämliches Geschäft im Kopf. Du sei doch mal vernünftig, mein liebes, meine liebe Lollo. Ich will aber nicht vernünftig sein. Na schön, dann sei eben unvernünftig. Aber bedenke doch wenigstens mal, wenn man so einen großen Konzern zu leiten hat wie ich, da kann man doch nicht dauernd zu Hause sitzen. Doch, dauernd, ist ja märchenhaft. Wann bist du überhaupt schon mal zu Hause? Und ich sage dir, ich habe es satt. Liebes Kind. Noch einmal, liebes Kind, und ich stürze mich aus dem Auto. Also zum letzten Mal. Fährst du jetzt mit mir zum Jagdhaus oder nicht? Liebes Kind, du hast keine Zeit. Gut, du musst es ja wissen. Halte an, aber sofort. Was ist denn los? Warum denn anhalten? Weil ich aussteige. Ich will dich nicht mehr sehen. Bitte, wie du meinst. Vielleicht wird die frische Luft dich besänftigen. Sei doch nicht so albern, Lollo. Mit deiner Dickköpfigkeit verliere ich einen ganzen Termin. Ach, dann eben nicht. Weiber. Aber das sage ich dir mit dem ersten Besten, der mir über den Weg läuft, werde ich dich betrügen. Mein Gott, bin ich erschrocken. Darf ich Sie vielleicht ein Stückchen mitnehmen, meine Dame? Oh, das wäre schrecklich nett. Ja. So was Dummes. Ich bin eben mal ausgestiegen und wie ich zurückkomme, hat man meinen Wagen gestohlen. Was, den Wagen gestohlen? Da müssen wir doch die Landpolizei benachrichtigen. Ach, na ja, das können wir ja gelegentlich tun. Ja. Wissen Sie, es kommt mir nicht so sehr auf den Wagen an, aber wie soll ich jetzt nach Hollerbusch kommen? Hollerbusch ist unser Jagdhaus, ja, in der Heide. Ach, ja, ja. Gar nicht weit weg. Na, ich bringe Sie natürlich hin, das ist doch Ehrensache. Übrigens, mein Name ist Schiller. Ja. Frau Küppers. Ja, Küppers? Sind Sie verwandt mit dem Direktor Küppers vom Küpperskonzern? Ja, das ist mein Mann. Oh, das ist ja eine ganz besondere Ehre, aber die Frau, bitte nehmen Sie. Oh, verzeihen Sie. Bitte schön. So. Bitte schön. Dankeschön. Haben Sie denn hier gar kein Personal? Ach, wissen Sie, hier möchte ich mich nur erholen. Da brauche ich kein Personal. Ja, ja. Kommen Sie, nehmen Sie einen kleinen Drink mit mir. Ein was bitte? Einen Drink, einen Schnaps, ja, oder was Sie wollen. Dankeschön, ja. Zum Dank dafür, dass Sie mich hergefahren haben. Dankeschön, vielen Dank. Na, gefällt es Ihnen? Ach, das ist ja reizend hier. So viel Hörner hängen rum. Ach, seien Sie doch so nett und machen Sie das kleine Fenster auf. Ein bisschen frische Luft. Ja. Ich mix uns was zu trinken, ja? Ja, danke. Frische Luft ist immer gut. Hoffentlich zieht's dann nicht. Aber ich möchte Ihnen auf keinen Fall lästig fallen, nicht wahr? Denn Sie haben sich ja sicher auf einen ruhigen Abend vorbereitet, nicht wahr? Wieso? Sehe ich so aus?
fürchten sich denn gar nicht so allein? Aber vor wem denn? Ah ja, eben. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Sagen Sie, eigentlich werde ich ja zu Hause erwartet, nicht wahr? Aber andernfalls sage ich mir, ein kleines Schnäpschen mit einer schönen Dame. Aber setzen Sie sich doch. Ja, wenn ich darf. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich hergefahren haben. Aber bitte. Prost. Aua! Ach, Junge, halt doch still, stell dich nicht so an. Frau Schiller, wie haben wir's denn? Das ganze Essen verbrutzelt mir am Herd. Wie lange sollen wir denn noch auf den Meister warten? Gar nicht mehr, Rose. Sie können anrichten. Was gibt's denn zu essen? Was auf den Tisch kommt, gell? Ich habe Hunger wie sechs nackte Wilde. Den hast du ja immer. So, mein Sohn, jetzt bist du erlöst. Halt, halt, komm her. Ist das Hemd auch sauber? Ja, so. Ruf die anderen. Los, Herrschaften, los, los, ich hab Hunger. Na, das hab ich gern. Typisch edel. Erst lässt man gefälligst die Damen sitzen. Damen, was für ein Triller hat dein Pony, wa? Junge, wo hast du den Ausdruck wieder her? Eigenproduktion. Na, produzier du lieber Schularbeiten. Mahlzeit. 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 Julchen, du komm doch endlich essen. Julchen, du sollst doch wohl... Ach, den hab ich in Golden. Hier haben wir gleich eine Jacke. Dankeschön. Du könntest zum Essen ruhig mal was anderes anziehen. Wart. Sei nicht so vorlaut. Wir sind ja schließlich eine Bäckerfamilie, nicht? Ja, nur der Meister fehlt. Telefon, Luise, lauf mal. Ede, was ist denn los? Erst wird gebetet. Jürgen? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Guten Appetit. Guten Appetit. Ist, Jürgen? Beim Beten guckt man aber nicht auf dem Tisch herum. Na, ich wollte doch nur mal sehen, was er uns bescheret hat. Wird heute etwas länger dauern. Ich bin aufgehalten worden. Ja, eine schwere Sitzung. Nein, nein, ihr braucht nicht auf mich zu warten. Esst mal schon, ne? Ja, sonst ist alles in Ordnung? Ah, das bitte ich mir aber auch aus, weißt du? So, grüß schön und auf Wiedersehen, ne? Ja. So. Schöne Dame, ich stehe wieder zur Verfügung. Ich kann Ihnen leider nicht zu essen anbieten, das war alles im Wagen. Ach, es gibt schlechte Menschen, nicht? Höchstens ein paar Konserven. Ach, so. Aber kein Brot und was man sonst so braucht. Wissen Sie was? Ich backe uns ein paar Pastetchen. Na, das wäre ja fad. Ja, natürlich. Haben Sie Mehl und Butter? Wissen Sie was? Wir sehen einfach mal nach. Ja, wissen Sie was? Sehen wir mal nach. Ja, ja. Kommt. So. Hühnerbrust? Kann rein. Champignons? Kann rein. Krebsschwänze? Kann rein. Cognac? Muss rein. Dann sagen Sie bloß, wo haben Sie das Backen gelernt? Na, ich bin doch Bäckermeister. Was? Ja. Sie sind Bäcker? Natürlich. Sie werden mir immer sympathischer. Wieso? Mein Olaf war Metzgermeister. Was? Also darauf müssen wir eintrinken. Natürlich, es lebe das edle Handwerk. Sekt! Sekt! Wenn ich am Abend ausgehe, dann rufe ich Obersekt. Ich frag nicht nach der Linie, ich trinke, was mir schmeckt. Die anderen sind solide, die gehen um 10 nach Haus. Da werde ich jetzt munter und lach sie aus. Ich lebe, ich liebe, ich lache auf dieser schönen Welt. Ich lebe, ich liebe, ich lache. Und du, was mir gefällt. Und wenn einer kommt und sagt, du lebst zu gut, du liebst zu sehr, du lachst zu viel, dann frage ich ihn, wozu bin ich denn da? Wir leben, wir lieben, wir lachen, weil uns das Jung erhält. Junge, schling nicht so, es nimmt dir doch keiner. Wir wollen mal Fußball spielen. Sehen's, das ist unser Los, Frau Schiller. Ganzen Tag werkelst herum in der Küche und kochst und packst und nachher verdruckst die Familie in ein paar Minuten. Dann wird ja wohl noch essen dürfen. Aber das ist schon kein Essen mehr, das ist schon mehr Fressen. Julchen, man bohrt doch nicht mit dem Finger in der Nase. Mit was soll's denn sonst bohren? Das ist Clemens, komm! Halt, erst wird gesingelte Mahlzeit gesagt. Mahlzeit! Mann, wie lang fresst ihr eigentlich? Mach los, sonst wird's zu spät. Quark, ich spiel rechts außen. Und ich geh ins Tor. Was bist du denn hier? Mach doch bloß, dass du wegkommst. Fußball ist Männersache. Männer, du eh. Wo sie den gerade aus dem Kindergarten entlassen haben. Red doch nicht so ein Quatsch. Ich darf doch mitspielen, Clemens. Von mir aus, komm.
So, wenn die nicht schmecken, dann fresse ich statt der Pastetchen einen Besen. Man lernt doch nie aus. So, jetzt aber ran an die Buletten. Die Frau, es ist serviert. Ja, das war alter Handwerksbrauch. Na, feiner Brauch. Ja, ein Bäckermeister darf seinem Lehrjungen gelegentlich mal eins auf die Brötchen geben. Wo ist denn eigentlich der Meister heute auf Nacht? Der hat noch eine Sitzung. So, eine Sitzung. Na, das sagen's alle. Wie? Wissen Sie, Frau Schiller, ich habe einmal eine Bekannte gehabt und der ihr Mann, der hat auch einmal Sitzungen gehabt. Aber mit anderen Weibern, das sag ich nicht. Na, sag mal, Rosel, schämst du dich gar nicht? Ich? Na, du kennst doch meinen Mann. Du weißt doch, dass er nur für seine Familie lebt. Nee, nee, der muss jetzt mitmachen, weil er doch in den Vorstand der Handwerkskammer kommen soll. Hat jetzt eben ein bisschen viel am Hals. Im Endeffekt bleibt ja doch alles auf ihm sitzen. Oh. Ja. Na, ist es nicht gemütlich bei mir? Gemütlich ist gar kein Ausdruck. Oh, Herr Bäckermeister. Ja, ja, ich bin ganz schlimmer, ne? Haben Sie vielleicht sonst noch einen Wunsch? Ja, offen gestanden, ja. Und der wäre? Aber Sie dürfen nicht böse sein, mm-mm, ne? Nein, bestimmt nicht. Mm-mm. Da sagen Sie es doch schon. Ja. Vielleicht könnte man das Fenster zumachen. Es zieht so. Die Kinder werden auch immer frecher. Da müsste der Meister mal gehörig reinfahren. Heutzutage lässt man eben die Kinder am langen Zügel laufen. Was war die Thea früher für ein Giftnickel, ne? Und was ist er heute? Eine Journalistin und verspritzt ihr Gift in der Zeitung. Und bei der Lene, meine ich, hängt der Haussegen auch ein bisschen schief. Hm? Der hängt sie schon wieder gerade. Verdammt nochmal, ich kann keine Plakate malen für Zigaretten oder so ein blödes Waschmittel. Ich bin ein Künstler und ich muss so malen, wie ich male. Und wenn du das nicht verstehst, dann bist du eben auf dem falschen Dampfer. Dann kannst du einen Anstreicher heiraten oder den blöden Zahnarzt, der dir sowieso immer nachläuft. Jedenfalls hätte der Zahnarzt bessere Manieren. Und der Anstreicher würde seine Stromrechnung pünktlich bezahlen und die vom Kohlenmann. Aber du lebst auf dem Mond, du hochgestochener Spinner. Hättest mich ja nicht zu heiraten brauchen. Ach, hätte ich mal nicht. Ich will doch nur meine Ruhe haben und ein Kind. Und nicht dauernd in diesem muffigen alten Stadtdomhaus. Ah, bis jetzt hat dir mein Turm sehr gut gefallen. Aber bitte, du kannst ja ausziehen. Das werde ich auch, und zwar sofort. Von mir aus kannst du verkommen in deinem Dreck und deinem Surrealismus. Ich gehe zurück zu meinen Eltern. Sind zwar keine Genies, aber anständige und solide Menschen, bei denen nicht der Strom abgeschaltet wird, weil sie nicht bezahlen. Hör endlich mit der verdammten Stromrechnung auf. Morgen. Guten Morgen, Meister. Morgen, Vater. Ja, morgen. Der Schützenhaus hatte zehn Bleche Butterkuchen bestellt. Wieder vergessen, oder? Nee, schon fertig, Vater. Und wenn wir eine Knetmaschine haben, ist die auch in Gang, was? Die ist doch kaputt, Meister. Na und? Da muss doch was veranlasst werden, nicht? Ja. Ja. Moin, Herr Schiller. Morgen, Herr Horstmann. Ich komme wegen der Knetmaschine. Ja, wird ja auch mal Zeit da hinten, nicht? Sagen Sie mal, Meister, Sie sehen nicht gut aus. Ist Ihnen was? Da geht Sie doch einen feuchten Dreck an, nicht? Morgen, Papachen. Moin, moin. Na nur, was machst du denn hier? Ich dachte, ich könnte dir wieder bei der Buchführung helfen. Ich möchte überhaupt wieder bei euch bleiben. Wo sind denn die Kopfschmerzpulver? Die waren immer da hinten im Schrank. Ah ja, richtig. Übrigens, wieso bei uns bleiben? Und dein Klaus kommt etwa auch hierher? Nein, wir haben uns getrennt. Ich habe ihm lange genug zugeredet, jetzt mag ich nicht mehr. Ah, siehst du, das kommt davon, wenn die Kinder auf ihre Eltern nicht hören. So ein Nichtstuer passt nicht in eine Handwerkerfamilie. Gib mir doch mal was zu trinken. Aber Klaus arbeitet doch den ganzen Tag. Pfui Deibel. Und sonst hast du immer gesagt, er wäre ein netter Kerl. Na, ich meine doch die Milch. Ach so. Ich werde mal diesem Jungen ganz gehörig die Ohren langziehen, das sage ich dir aber, weil... Oh, das zieht hier wieder. Mach doch mal dieses verdammte Fenster zu, das ja zum Kotzen wird. Papa, du hast doch die Ladentür offen gelassen. Na eben, na, na ja. Du, was für ein Glück, dass wir nicht mehr zu Hause wohnen. In Einbeck wäre er schon rum. Och, wir sind aber nicht in Einbeck. Junge, 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 Junge. Du, Thea, wenn dein Vater dich so sehen würde? Das wäre mir auch wurscht. Und überhaupt, in welcher Zeit leben wir denn? Im Januar bin ich mündig und dann nimmt mich die Redaktion in festen Vertrag. Und wenn du erst Assessor bist, mein Schatz, dann pfeifen wir auf Papis blöde Vorteile und dann wird geheiratet. Oh, oh, ich bin doch kein Pferd. Oh. Na, lass mal. Unsere Eltern müssen wir eben so verbrauchen, wie sie sind. Naja, Papi meint es ja auch ganz gut, aber immer mischt er sich in unsere Angelegenheit und dann geht es meistens schief.
So, nun legen Sie bitte da drüben ab und dann dieselbe Position wie das letzte Mal. Ja, ist gut. Das ist doch die Hölle. Ich glaube, da war jemand. So, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Hallo, hallo, Herr Richterwald. Ja, bitte? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja, für Sie immer, Herr Schiller. Wo brennt's denn? Mein Schwiegersohn betrügt meine Lene. Der Maler? Ja. Künstler. Der ist nötig, was? Die beiden haben sich irgendwie in die Wolle gekriegt. Ich gehe hin, ich will die Sache einrenken, so von Mann zu Mann, nicht? Und da hat doch der Kerl... Schau, schau, der Fürbringer. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir klagen auf Scheidung, was denn sonst? Verflucht nochmal. Der Vater hat wieder den schlechtesten Aufsatz geschrieben. Bist du verrückt? Der Vater schläft doch. Aber ist doch wahr. Mach gefälligst die Tür zu. Papilein, aufstehen. Papi! Das zieht hier. Also, nichts wie Unsinn habt ihr im Kopf. Papi, ja? Welchen Groschen für Murmeln? Aber das Einzige, was du kriegst, ist ein paar hinten drauf, verstehst du? Aber hier, komm. Die ersten Groschen, ja, dann hau aber ab, Schluss. Du, Vati, was ist eigentlich das deutsche Reichsgericht? Eisbein mit Sauerkraut. Du, das kann aber nicht sein, Vati. Hier steht doch, das Reichsgericht kam zu folgendem abschließenden Urteil. Sag mal, wozu gehst du eigentlich in die Schule, was? Papi, sag's dir doch, du weißt doch alles. Weiß ich auch, aber du sollst gefälligst selber nachdenken. Wo ist denn nicht Mutti? Beim Fleischer. Der Sieper, ist das Filet auch abgehangen? Abgehangen, Frau Schiller, garantiert. Na, Ihre Garantie, na, Sieper. Das letzte Mal waren wir auch gar nicht zufrieden. So? Nee. Schicken Sie es wie immer, ja? Ja, ja. Ach, Suppenknochen, die hätte ich beinahe vergessen. Die brauche ich zu Sonntag. Ja. Packen Sie auch mit ein, ja? Na, gestern Abend, da ist aber ziemlich spät geworden, was, mit meinem Mann? Gestern Abend spät? Wieso? Na ja, auf der Sitzung in Hannover. Ich war auf keiner Sitzung. Und schon gar nicht mit Ihrem Mann. Ach, haben Sie Hirn? Nee. Oder Leber? Auch nicht. Ach, Herr Sieper, Sie haben gar nichts. Und die Knochen sind auch viel zu groß. Franz, schlag der Frau Schiller die Knochen kaputt, aber ordentlich. Morgen, Tag, guten Tag. Ah, guten Tag, Herr Oberlehrer Karge, na? Guten Tag. Wie ist das Werte befinden? Schlecht. Die Galle, wissen Sie. Ach, das da ist Gift für mich. Ja, der Turm ist nicht gedeckt. Ach nee, was Sie nicht sagen. Hören Sie mal, Herr Oberlehrer, was ist das deutsche Reichsgericht? Was war das deutsche Reichsgericht, wollen Sie wohl sagen, verehrter Herr Schiller, denn es besteht nicht mehr. Ja, so schön, also was war es? Das Reichsgericht war der höchste Gerichtshof des Deutschen Reiches mit dem Sitz in Leipzig. Ach, sehen Sie, immer die Sachsen, ne? Ach, Friedrich, komm doch mal eben. Guten Tag, Herr Karge. Tag, Frau Schiller. Entschuldigen Sie mal einen Moment. Bitte. Du sag mal, Friedrich. Ja? Ich war eben beim Fleischermeister Sieper. Ach, hast du was Schönes mitgebracht? Der war aber gar nicht auf der Sitzung. Auf welcher Sitzung? Na, gestern Abend. Ach, gestern Abend, ja. Nee, der war nicht auf der Sitzung. So, du hast aber vom Fleischer Sieper erzählt. Ja, aber nicht von dem Fleischer Sieper. Nein, da war ein Fleischer aus Hannover. Ach so. Ja. So. Ach, und der heißt auch Sieper. Ja, der heißt auch Sieper. Der heißt nicht ein bisschen anders. Sieper heißt der Sieper. Na, dann ist ja gut. Ja. Sag mal, warum fragst du eigentlich so komisch? Na, ich meine ja bloß, weil der Fleischer Sieper hier gar nichts davon wusste. Also, der weiß doch nie, was dieser blöde Kerl. Na ja, dann werde ich das Essen richten, ne? Lenchen, reich uns doch auch mal das Sauerkraut rüber, mein Kind. Danke. Ach, ist das schön, dass ich euch alle neu nochmal zusammen am Tisch habe. Ja, ist nur schade, dass ich gleich wieder weg muss. Erzähl nicht, du alles werden sollen. Na, ich fliege aber gern. Ja. So, und wo bleibt der Vater? Na, das Essen wird doch wirklich ganz kalt, Lene. Ruf mal den Papa. Mutti, ich mag kein Fett. Na, Kind, iss, damit du was wirst. Papis Essen steht auf dem Tisch. Ich bin ja schon da. Mahlzeit, Mahlzeit. Ah, was gibt's denn heute Schönes? Eisbein mit Sauerkraut. Vati, dein deutsches Reichsgericht. Junge, sei doch nicht so vorlaut. Mutti, ich mag das Fette dann nicht. Kind, man spricht doch nicht mit vollem Mund. Papi tut das auch.
So, Mutti, ich muss mich jetzt fertig machen. Na, ist gut, mein Kind. Bis gleich, ja? Bis gleich. Bis gleich. Du, Anni, hast du dir inzwischen überlegt, was das Deutsche Reichsgericht ist? Nee, ich hab Englisch gemacht. Deine Tochter. Hm? Denn was nicht ist und was nicht kann, ist immer Mutter schuld daran. Es ist wirklich unglaublich, wie wenig die Kinder heutzutage wissen. Siehst du, Karl? Siehst du, Ede? Das Deutsche Reichsgericht ist der höchste Gerichtshof des Deutschen Reiches gewesen. Er besteht nicht mehr. Sein Sitz war in Leipzig. So, jetzt merkt ihr das mal, ne? Ha, mein Papi. Das ist aber auch das letzte Mal, dass ich dir diese einfachen Dinge erkläre. Wieso? Geht denn der Oberlehrer Karge weg? Du bist ein richtiger Pflege. Jetzt mach mal deinen vorlauten Mund zu und iss. Also wenn ich meinen Mund zumachen soll, dann kann ich nicht essen. Junge, wenn du weiter so vorlaut bist, kriegst du überhaupt nichts mehr zu essen. Na schön, der Klügere gibt nach. Jetzt aber raus, du unverschämter Bengel! Na zur Strafe ist du draußen weiter. Verdammt und zugenäht. Aber Friedrich, fluch nicht so. Denk doch an die Kinder. Oh, Mutti, den Ausdruck hat er doch von mir. Langsam wirst du mir aber zu bunt mit diesem Lümmel. Du hast mir ja was Schönes eingebrockt mit den vielen Kindern. Ich ist gut. Oh, Madame, mein Gott, Kind. Sie werden uns doch auch glücklich wieder hinunterbringen. Aber gewiss, Madame. Bisher ist noch niemand oben geblieben. Ich würde einen kleinen Whisky empfehlen. Meinen Sie? Ja. Dankeschön. Mademoiselle Regine? Monsieur Dupont? Einen Whisky oder einen Bourbon? Whisky, bitte. Oh, merci. Santé. Ist Ihnen nicht gut? Oh, mir ist sehr schlecht. Dabei fliege ich heute das 7. Mal mit Ihnen über den Ozean. Ich führe leider nicht Buch über die Flüge meiner Passagiere. Aber ich? Wissen Sie, dass ich nur wegen Sie so oft über den Ozean fliege? Und dafür bekommt eine Stewardess leider keine Prozente. Im Gegenteil. Sie bekommt höchstens Ärger, wenn sich im Dienst allzu persönliche Beziehungen ergeben. Oder dann müssen wir außerdienstliche Beziehungen aufnehmen. Wie denken Sie darüber? Etwas anders als Sie. Sie sind mir nämlich ein bisschen zu frech, Monsieur Dupont. Oh, Mademoiselle Regine. Monsieur Dupont. Mir ist schon wieder schlecht. Noch einen Whisky. Oui. Merci. Wieder vor wie im Flugzeug. Ja, wieso? Wird Ihnen wieder schlecht? Oh, non, mir ist sehr gut. Aber ich bin sehr glücklich, dass Sie doch gekommen sind. Bilden Sie sich bloß keine Schwachheiten ein. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Glauben Sie, Sie brauchen nur zu pfeifen und dann kommen alle Mädchen angerauscht und sinken Ihnen zu Füßen? Sicher, alle. Mit Beharrlichkeit und Geld. Alle, wie Sie da sind. Ach, sehen Sie, das ärgert mich an Ihnen, François. Ihre selbstsichere Art. Aber Regine, schimpfen Sie nicht. Warum sind Sie böse? Außerdem können mir die anderen alle verstohlen werden. Nur Sie nicht. A votre santé. Oh, pardon. Garçon, bitte, noch zwei von diesen Cognac Charlotte. Oui, monsieur. Merci. Wir passen großartig zusammen. Finden Sie? Oui, ich finde. Und wir könnten eine Menge Spaß miteinander haben. Monsieur Dupont, ich rufe Sie zur Ordnung. Aber warum? Sie sind entzückt. Ich bin auch für Ihr Geschäft in Deutschland und ich habe einen Haufen Geld. Und außerdem, ich liebe die Liebe. Sie wissen, ich stamme aus einer Kleinstadt und aus einer Handwerkerfamilie. Und darum habe ich gewisse Anschauungen und die will ich auch beibehalten. Oh, Sherry, du bist so süß, wann du dich ärgerst. Wollen wir jetzt wieder tanzen? Merci. Oh,
Heute? Nein, leider nicht, Signor Biangini. Es ist leider alles besetzt. Sicher, Signore. Arrivederci, Signore. Bitte, meine Frau. Von wo aus kann ich bitte mit Hamburg telefonieren? Am ungestörtesten von Ihrem Appartement aus. Dankeschön, Madame Dupont. Nummer 12 im ersten Stock. Wieso? Mein Appartement? Ja, das Herr Dupont bestellt hat. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Bestellen Sie das bitte, Monsieur Dupont. So was gibt's also auch noch. So, Intellektuelle, mach mal Nachtisch. Ja, doch. Hey, du Ketscher. So, Kinder, hinsetzen zum Mittagessen. Wo ist unser Seemann? Ja, Mensch. Karl! Von der Wetter will ich nachgehen. Seid ihr wahnsinnig, ohne mich wegzufahren? Willst du nicht mitkommen, Mutti? Nee, nee. Nur hab ich schon mal Urlaub und ich hab nichts von dir. Ach, Junge, junge Leute müssen unter sich sein. Und außerdem, wir sind ganz froh, wenn wir auch mal alleine sind. Nicht, Vater? Ja, da hat er recht. Als dann, Lebulche. Also, Lebulche, das ist recht, Thea, dass du ausnahmsweise auch mal einen Sonntag mit deinen Geschwistern versuchst. Ja, zu Befehl, Chef. Ja. Passt auf die Kleine auf. Ja, ja, ja. Also, also, tschüss, auf in Hannover steckt die Thea. Auf Wiedersehen! Steckt die Thea immer mit dem Sohn von dem alten Horstmann zusammen. Das gefällt mir gar nicht. Oh, Thea! Wichtigkeit. Was machst du denn da? Ich suche einen Angelhaken. Den hake ich der Rosel ins Bett. Wenn sie sich aber nun wehtut. Du blöde Gans, es soll sie doch. Strafe muss sein. Auf ihr, wenn du petzt. Ede, heute gibt's Entenbraten. Sind da auch ordentlich Äpfel und Rosinen drin? Jawohl. Und dann noch so ein kleines Glas Cognac. Das wäre doch was für dich, ja, was? Kann ruhig ein großes sein. Friedrich, probier mal, ob ja? die Soße gut ist, ja? Oh, es ist heiß. Na, da puste. Da ist richtig. Schön heiß. Ja. Ach, so ein Sonntag ohne Kinder hat auch was für sich. Ja, eben, da haben wir beiden hübschen wenigstens mal was von anderen, ne? Sag, du schämst dich wohl gar nicht. Nee, warum denn? Papi, draußen steht ein Mann mit so einem Wagen, der will euch sprechen. Was, mit so einem Wagen? Ja. Wer ist denn das? Was will denn der? Ausgerechnet jetzt vorm Essen. Riecht das herrlich, Mutti. Ich hab schon so einen Hunger. Ja, das glaube ich, mein Kind. Wir essen gleich. Guten Tag. Oh, bonjour. Pardon. Bitte sehr. Dupont, Franz Zeus. Franz Zeus, du... Ah, Sie sind Franzose. Oui, François Dupont. Fabrication. Aha. Ich fabriziere Gewehr. Also, sehr interessant, ne? Ja, aber glauben Sie im Ernst, dass ich heute am Sonntagvormittag vor dem Mittagessen mal schnell so ein paar Gewehre kaufe, hm? Schließlich bin ich ja Bäcker, ne? Ja, Sie irren. Ich fabriziere
Sehr klein Gewehr. Sie ja. verstehen, Spielzeug. Spielzeug, süß, ja. Aber ich bin nur gekommen zu sprechen, Ihre Tochter Regine. Wo ist sie? Meine Tochter Regine? Oui. Bitte. Merci. Ich liebe Sie. Ich bin gekommen, Sie zu heiraten. Ja, nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich das nicht gleich so mitkriege, nicht? Das, aber Regine hat ja gar nichts davon erzählt. Aber wie soll sie? Sie weiß es ja noch gar nicht. Ach, sie weiß davon. No, ich bin gekommen, es ihr zu sagen. Ach ja, das trifft sich gut. Sie ist aber gar nicht da. Und ich könnte ja die anderen Kinder fragen, aber die sind auch nicht da. Oh, Sie haben noch mehr Kinder? Ja, natürlich. 9 Stück. Was? 9 Kinder haben Sie? Mon Dieu. Ja, sagen Sie lieber, Herr, wann backen Sie da eigentlich? Du, mach da. Ich habe den Herrn zum Mittagessen eingeladen. Was hast du? Ja, Was denn? Du lädst einen wildfremden Menschen zum Essen ein, wo wir selber heute so knapp sind? Die eine Ente reicht doch kaum für uns. Ja, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was will denn der überhaupt? Er will unsere Regine heiraten. Was will er? Ja. Was will er? Sowas muss man doch bewirten, nicht wahr? Der will unsere Regine heiraten? Ja, so, ich bin auch ganz durcheinander, aber... Ach, deswegen hast du ihn wohl auch eingeladen. Naja, ich konnte ihn doch nicht rauswerfen. Fass dich, Marterchen, fass dich. Vielleicht wird es nicht ganz so schlimm, nicht? So, und mit dem Essen wird dir auch schon noch was einfallen. Nicht? So, und jetzt werde ich mich schnell umziehen und dann vergiss nicht, eine Flasche Rotwein auf den Tisch zu stellen, ja? 10 zu 1,80. Ja, zu 1,80. Na ja, da muss Mutchen wieder was einfallen. Julchen, Ede, komm mal her. Hör doch jetzt auf mit dem Geschmierkind. Also ich habe Elend in Kohldampf. Gibt's denn bald was zu essen? Ja, aber keine Ente. Was? Ja, also passt mal auf. Ihr habt doch eben gehört, was der Vater gesagt hat. Wir müssen den Herrn einladen, aber es reicht nicht für uns 5, nicht? Also wenn's soweit ist, da sagt ihr, ihr macht euch nichts aus Ente. Verstanden? Ja, ich mache aber welche. Der frisst uns die Ente vor der Nase weg und wir machen Klimmzüge am Brotschrank. Also Kinder, seid brav, tut's mir zuliebe. Ihr kriegt auch eine doppelte Portion Pudding, ja? Ja, hoffentlich. Wascht euch die Hände beide. Ja, schon wieder waschen. Man kann auch alles übertreiben. Sie müssen entschuldigen, Monsieur Dupont. Wir haben leider heute nur Ente. Ich weiß gar nicht, ob Sie die mögen. Ist doch klar, dass der Ente mag. Vielleicht soll ich Ihnen lieber Rühreier backen. Oh, ich esse gern alles, was gut schmeckt und was so gut duftet. Oh. Merci, Madame. Hoffentlich schmeckt Ihnen die Ente. Oh, ja. Spezialität von meiner Frau. So, hier ein bisschen Soße noch, danke. Ne? So, Papi, nimm die Bürste noch. Danke. Und bitte bedienen Sie sich, ja? Mit Merci, Rotkohl Madame. Und Kartoffeln. So. Und nun recht guten Appetit. Okay. Wie? Und die Kinder? Na? Wir mögen keine Ente. Oh, kleines Mädchen, Ente schmeckt so gut. Ich mache aber keine. Zugeredet wird nicht. Wenn du nicht willst, bekommst du auch keine. Aber Kartoffeln und Rotkohl werden gegessen. Also los ist jetzt. Was nimmst du, willst die Regine heiraten? Aber Julchen... Oh, ich hoffe, ja. Ich heirate aber nie. Warum denn nicht? Ach, so einen fremden Mann. Aber Kind, ich habe doch auch geheiratet. Ja, aber den Papi. Ich gehe schon. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Mein Franzose? Und es ist keineswegs mein Franzose. Wie kommt er denn überhaupt zu euch? Der tut, als ob ihr dicke Freunde wärt. Hemmung hat er aber nicht. Das kann man wohl behaupten. Sag mal, Regine, du hast uns nie was von ihm erzählt. Gefällt er dir denn überhaupt? Ach, weißt du, Mutti, das muss ich dir alles mal persönlich erzählen. Sag aber bitte nicht, dass ich angerufen habe. Achtung, Achtung! Tschüss, Mutti, du, ich muss jetzt Schluss machen. Wir sehen uns ja bald. Grüß Vati. Machen Sie auch Indianer in Ihrer Fabrik? Ach, hör doch bloß mit diesen dämlichen Fragen auf. Oh, lassen Sie ihn, liebe Erzähler. Aber vielleicht besuchst du mich einmal in Paris? Oh ja, gerne. Oh, ich fürchte, es wird jetzt Zeit für mich zu gehen. Fast so früh schon. Bleib doch noch ein bisschen. Doch gemütlich. Du, jetzt kommt der Pudding. Unseren Schokoladenpudding müssen Sie unbedingt versuchen. Oh. Der ist auch eine Spezialität von meiner Frau. Warum hast du dir den Pudding angeboten? Ich hab doch so wenig. Ich hab ihn doch nur für die Kinder gemacht. Das ist doch jetzt nicht mehr zu Ende. Och, du denkst doch an gar nichts. Essen Sie etwa auch Pudding? Oh, solchen Pudding machte meine Großmutter immer. Dafür lasse ich mein Leben. Das wusste ich. Aber
Pfeifhüding muss das Kleinste anfangen. Nee. Wer keine Ente mag, kriegt auch keinen Pudding, nicht wahr? Bitte bedienen Sie sich, wir haben noch genügend in der Küche. Merci. Ist ja gar nicht wahr. Da, jetzt beißt er an. No. Ich sehe keinen Fisch. Ich auch nicht. Jetzt hör schon auf mit deinen blöden Fisch. Mein Gott, wenn dich das Angeln nicht interessiert, warum bist du denn überhaupt mitgekommen? Nicht zum Fischen bestimmt nicht, du Hirsch. Ich stehe alle ganz. Wenn Vater ist, jetzt richtig wieder Ohrfeigen. Komm, sei doch still. So, Rosel, du alte Pitze. Viel Vergnügen. So, Martha, unsere beiden Jüngsten sind im Bett und nun machen wir uns ganz gemütlich, was? Ja. Das ist eine prima Marke hier. So, das werden wir gleich feststellen. Prost, also, Friedrich. Prost, Martha. Dein Wohl, auf dass du bald im Vorstand der Handwerkskammer sitzt. Du, das Angeln war doch schön. Weißt du, wo ich mich jetzt drauf freue? Na? Auf mein Bett. Na, das freue ich, wenn man schon den ganzen Tag nichts getan hat, möchte man wenigstens auf Nachtserl haben. Hm? Was soll ich denn mit der Fischhusche anfangen hier? Mit den schäbigen kleinen Krepierl da. Ja. Ich gehe mal morgen der Katze, ja. Wenn sie es mag. Anton, gute Nacht. Immer die Erotik bei den Weiber. Weißt du, Martha, ich bin ganz froh, dass wir beiden Hübschen mal allein sind. Ja. Wir müssen die Kinder mal öfter wegschicken. Wenn sie bloß nicht zu spät nach Hause kommen. Also, Friedrich, ehrlich gesagt, ich bin immer in Unruhe, bevor nicht alle wieder da sind. Also, du bist wirklich komisch. Ja. Wenn die Kinder hier im Haus sind, wirst du fort haben, sind sie fort, wirst du wieder hier im Hause haben. Ja. Typisch Frau, ne? Ja, das stimmt. Friedrich, ja? Wo wir jetzt beide allein sind, könntest du doch mein Lieblingslied spielen. Weißt du, aus unserer Verlobungszeit? Ach, dieses zur Liebe ist es nie zu spät, ja? Ja, Friedrich, ach, das fand ich immer so romantisch. Ach, das kann ich doch gar nicht. Friedrich, mehr. Versuch es doch. Ja, soll ich mal versuchen? Ach, bitte. Ja, aber hör nicht hin, ne? Verlobung. Mein Gott, und nächste Woche feiern wir silberne Hochzeit. Wo ist bloß die Zeit geblieben? Zur Liebe ist es nie zu spät, auch dann nicht, wenn der Herbstwind weht. Die Jugend und der Mai, die gehen so schnell vorbei, doch unser stilles Glück besteht. Zur Liebe ist es nie zu spät, auch dann nicht, wenn wir alt und grau sind. Und wenn auch mancher schöne Traum vergeht, zur Liebe ist es nie zu spät. So vor 20, 30 Jahren war das Blut noch nicht verdickt und auch ich bei kleinen Mädchen nicht gerade ungeschickt. Aber später ist der Himmel, der so blau war, manchmal grau. Da bleibt man gern zu Hause und sagt zu der eigenen Frau. Zur Liebe ist es nie zu spät. Ziemlich langweilig, was die da unten rumdudeln. Mensch, Ede, hab ich einen Hunger. Na ja, Kunststück. Es war heute überhaupt wieder mal so ein Tag. Zuerst die Dresche für die Fensterscheibe. Dann nicht mit auf den Ausflug. Und drittens keine Ente zum Mittag. Und viertens kein Schokoladenpudding. Tja. Aber der Angelhaken in Rosels Bett. Tja, das war der einzige Lichtblick des Tages. Auch da nicht, wenn wir alt und grau sind. Und wenn auch mancher schöne Traum vergeht. Zur Liebe ist es nie zu spät. Bravo, bravo. Vater, Mutter holt was zu trinken. Was? Ja, können wir richtige Musik machen. Los, hol die Instrumente, los. Verdammt, die Butter. Verdammt, die Butter. Noch ein neues Auto.
deine Nerven zur Seligkeit. Nerven! Ein Freitag und Nacht. Nur für dich, brauche keine Stöcke Schuhe. Nerven! Mit den Bananen noch dazu. Nerven! Nur was mich glücklich macht. Nur Blue Jeans, Blue Jeans. Blue Jeans sind so praktisch. Blue Jeans sind so nett. Ich trag sie am liebsten von früh bis spät und auch noch nachts im Bett. Ich brauch kein lila Tangolin, no. Was ich schräg ins Auge sieh, no. Und dann so wie mein Herz. Blue Jeans, Blue Blue Jeans sind so nett. Ich trag sie am liebsten von früh bis spät und auch noch nachts im Bett. Ich trag lila Tangolin, no. Wo man die Schreck ins Auge sieht, no. Und tanz so wie mein Hans. So ein Mistbuhr, so ein Gräßlicher. Also, Friedrich, das ist nun wirklich die Höhe. Da hat doch der Ede, sag mal, möchtest du nicht zuhören, ja, wenn ich mit dir rede? Ja, bitte. Da hat doch der Ede, dieser Lümmel, der Rose, den Angelhaken ins Bett gelegt. Die arme Person hat sich so wehgetan. Also Friedrich, jetzt musst du eingreifen und den Jungen verprügeln. Ja, ja, ich muss jetzt weg, Martha. Du machst das ja viel besser. Nee, nee, mein Lieber. Also diesmal musst du ein Machtwort reden, Friedrich. Der Junge hört doch nicht auf mich. Der wird mit jedem Tag frecher. Also eine Tracht Prügel für Ede ist schon lange fällig. Ja, muss denn das sein, also? Ja, Friedrich, das muss sein. Und zwar gleich. Eduard, komm sofort zu Vater. Ich hab keine Zeit, ich muss in die Schule. Du kommst sofort rauf. Und jetzt bist du energisch. Ja, ja, ja. Morgen, Papilein. Ja. Hat sich was mit Papilein. Aua. Was ist das? Oh, das ist ein Angelhaken. Ist ein Angelhaken, nicht wahr? Ist ein Angelhaken, nicht? Und was ist das? Hä? Das war eine Ohrfeige. So. Gib's ihm ordentlich. Und wenn du weiterhin so frech und pflegelhaft bist, dann schleiß ich eines Tages noch grün und blau, verstanden? Merk dir das endlich! So, jetzt geh schön in die Schule, mein Junge. Hä? So. Na? Grün und blau. Also den Tag möchte ich mal erleben. Ja, ich auch. Sag mal, Julchen, du, hat dich eigentlich Lene hergeschickt? Nö, ich wollte dich nur mal besuchen. Zu Hause wird sowieso so ungemütlich. Willst du mit mir Mittag essen? Gibt's Schokoladenpudding? Nee, den hab ich leider nicht. Dann bleibe ich auch nicht. Julchen, um Gottes Willen, Kind, was hast du denn da gemacht? Mein schönes Bild. Aber Julchen, wie kannst du so etwas tun? Da gib mal schön her, das Ding. Ich mag aber noch mal. Ja, ja, das kannst du nachher. Setz dich schön da drüben hin, ja? Ah, Herr Zillhorn, guten Tag, das ist ja nett, dass Sie mich besuchen. Ja, tut mir furchtbar leid, aber Sie kommen leider schon wieder umsonst. Also, Herr Fürbringer, wie denken Sie sich das eigentlich? Ich kann Ihnen Farbe und Pinsel einfach nicht mehr liefern, wenn Sie nicht mal Ihre Schulden bezahlen. Ja. Wenn ich so weiterliefere, bin ich selber bald geliefert. Ich muss jetzt andere Schritte ergreifen. Was sind das für Zeugs hier? Lieber guter Herr Zellhorn, nun haben Sie noch ein kleines bisschen Geduld mit mir. Ach, Geduld, Geduld, lieber Herr Fürbringer, von der Geduld kann ich nicht leben. Ja, können Sie auch verstehen. Ich will mich ja bemühen, Herr Zellhorn. Ja, bemühen. Oh, Herr Zellhorn, darf ich Sie mit meiner Schwägerin bekannt machen? Das ist Julchen, Julchen Schiller. Na, guck mal hier, sag dem Onkel schön guten Tag. Zellhorn. Sehr angenehm. Endlich mal was Normales in diesem Atelier. Sag mal, wie wollen Sie eigentlich vorwärts kommen im Leben, Herr Fürbringer, mit diesen Bildern? Halt mal, das ist nicht uninteressant. Diese Komposition gefällt mir.
Also hier ist die ganze Dynamik enthalten mit dem Ausgleichsfaktor in der Spannung. Dieses enorme, naja, also das ist es, genau das ist es. Das, was der moderne Mensch braucht. Hier merkt man, was Sie haben ausdrücken wollen in Ihrem Werke, außer den Tuben. Herr Zellhorn, ich bewundere Ihren ausnehmend guten Geschmack. Ja, also dazu ist man ja Fachmann schließlich und Berater. Ja, also vielleicht kaufe ich Ihnen das Bild ab. Ja? Ich will dann heute Abend mit meiner Frau nochmal vorbeikommen, mal sehen, was die sagt. Hoffentlich ja. Aber Julche. Ach, Sie haben eine reizende kleine Schwägerin. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Wiedersehen, Zellhorn. Mein kleines Fräulein. Ja, kommen Sie doch mal wieder. Julche, du, wenn ich das Bild verkaufe, darfst du dir wünschen, was du willst. Elfenbraten mit Schokoladenpudding. Bekommst du alles. Aber dann lad nicht den Franzosen ein. Kommt nicht in Frage. Sehr schön so. Ein richtiges Silberhochzeitskleid, Fräulein Thea. Aua! Oh! So. Und wie die Büste zur Geltung kommt. Ach, Mutti, bei mir kommt gar nichts zur Geltung. Kann man da nicht ein paar Rüschen einnehmen? Hört euch mal das Küken an. Was willst denn du mit dem Busen? Anni, du hast aber auch Ideen, Kind. Du wirst noch früh genug erwachsen. Ach, Anni, hilf mir doch mal, ja? Ja, sie kommt gleich, wenn ich ihr das Kleid zugemacht habe. So, nun lauf. Aber verlier die Stecknadel nicht. Noch was ist mit dem Gürtel hier? Ich gleich nach. Anni, über den Kopf, doch. Worüber denn sonst? Oh, gib doch Acht auf meine Haare. Au, das sticht. Ja, da kann ich doch nichts für. Gib mal her. So, jetzt mach mal den Reißverschluss zu. Der ist ja zu eng. Der ist nicht so eng, du bist so dick. Ach komm, lass das. Sieht ein Rock gerade. Ich mach das gleich. Na, Lenchen, mein Kind, du siehst ja aus wie eine Katze, wenn's donnert. Und nicht wie eine junge Frau, die ein neues Kleid bekommt. Wenn es nicht wegen eurer Silberhochzeit wäre. Ach, Kind, überleg dir doch das noch mal mit Klaus. Ihr wart doch bisher so glücklich miteinander. Ich laufe ihm nicht nach. Dummchen. Hinter dir hängt dein Kleid. Probier's mal, ja? Doch, Mutter, hilfst du mir doch mal. So, Kind. Na? Du machst doch so ein komisches Gesicht. Gefällt's dir nicht? Von Apitz, kommen Sie doch mal her. Hans mag nicht, wenn Mädchen so ausgeschnitten sind. Sonst kann es den Jungs gar nicht tief genug sein. Ja, aber Hans hat doch gesagt, dass Hans hat gesagt, du tust gerade, als ob ihr verheiratet wärt. Wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, dann knall ich da an. Zankt euch nicht und du zieh dich lieber um. Und ich darf das Kleid noch mal haben, ja? Ja. Oh, welches denn das? Vati. Stell doch mal diesen blöden Kasten ab. Na, Vater, du hast uns gerade noch gepflegt. Jawohl, das hat er auch. Ja. Sag mal, gibt's denn heute überhaupt gar nichts zu essen? Vati, du kannst doch nicht einfach hier so hereinkommen. Ohne einzuklopfen, wir schämen uns ja. Na, hör mal, stellt euch mal nicht so an. Nicht früher, als ich euch auf den Topf gesetzt habe, habt ihr überhaupt nichts angehabt. Vati, du bist süß. Na, Mutter, was sagst du jetzt, hä? Meine Töchter. Eine einzige Fliege ist im Zimmer und ausgerechnet die kommt immer zu mir. So ein Biest, nicht? Du bist eben ihr Typ. Aber Vater, lass doch die unschuldige Fliege. Woher weißt du denn, dass sie unschuldig ist? Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Oh, hoffentlich ist ihr nichts passiert. Kinder, hört euch das bitte mal an, ja? Tagebuch einer Vielgeliebten. Sei doch mal ruhig. Eheskandal im Hause eines prominenten Industriellen. Meine erste Reportage. Und die auf der Titelseite. Na, was sagt ihr nun? Finde ich prima. Das ist alles toll. Das ist wirklich toll. Also ich gratuliere dir, Rede. Prost. Vater, meine Tochter. Ganz schön Käst für eine Volontärin. Aber das schlägt ein wie eine Bombe, du. Um wen handelt es sich denn überhaupt? Die Frau von Direktor Küppers. Vom Küpperskonzern? Ja, Lollo Kade. Hier steht's ja. Ja. Aber sowas kann man doch nicht machen. Warum regt dich das eigentlich so auf, Friedrich? Aber ich reg mich ja gar nicht auf, Martha. Du erzähl doch mal, Thea. Sowas interessiert uns Männer doch. Ja, klar. Ich war Papi? Ja. Also Herr Küppers war so unvorsichtig, eine muntere Bardame zu heiraten. Und jetzt ist er dahinter gekommen, dass sie seit Jahren Liebhaber in sein Jagdhaus einzuladen pflegt. Es hat den idyllischen Namen Hollerbusch und liegt irgendwo in... In der Heide. Ja, wieso? Ja, wieso? Wieso?
Julchen, Eduard, geht mal raus. Du auch, Anni. Oh. Ja. Na, immer wenn es spannend wird. Ich hab noch Hunger. Ja, esst unten in der Küche weiter. Also wirst bald. Aber Friedrich, nun schrei doch nicht so. Du bist sowieso schon ganz heiser. Ich hab das nicht gern, dass solche Dinge in meinem Hause erörtert werden. Jawohl. Schön, das ist gut, aber jetzt sind wir ja unter uns Erwachsenen. Luthea, erzähl mal weiter. Naja, und da hat Küppers ein Detektivbüro beauftragt und die haben durch die Putzfrau Lollos Tagebuch in die Hände bekommen. Naja, und darin soll sie alle ihre Liebhaber charmant oder weniger charmant geschildert haben. Alle? Alle. Woher weißt du denn das? Von einem Herrn aus dem Detektivbüro. Dem habe ich schöne Augen gemacht. So, dem hast du schöne Augen gemacht. Und wer hat denn das Tagebuch jetzt? Ein Dr. Müller, Rechtsanwalt in Hannover. Also wisst ihr, Kinder, so ein himmlischer Skandal ist doch für eine Journalistin genau das Richtige, nicht? Ja, genau. Trotzdem verbiete ich dir all für alle Mal, diese Sache weiter zu verfolgen. Erstens ist sowas unweiblich, nicht wahr, Martha? Und zweitens tut man sowas nicht. Na, hör mal, Papi. Du bist aber komisch. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir, du dummes Ding, was? Ich finde es ganz richtig, dass sowas mal aufgedeckt wird. Oh, Vati, was ist eigentlich mit dir los? Ich finde es frivol, wenn man private Dinge derart an die Öffentlichkeit zerrt. Oh, der Staatsoberhaupt verlässt gekränkt das Parlament. Also bitte lasst Vater zufrieden, der hat jetzt genug um die Ohren. Erst diese Wahl in die Handwerkskammer und dann die Geschichte mit Lene und Klaus. Sag mal, wo ist eigentlich Lene? Die ist zu Klaus gegangen. Ah. Also, Kinder, ich werde heute nicht alt. Ich auch nicht. Für mich fängt der Tag wieder um 4 Uhr an. Nacht, Mutter. Nacht, mein Sohn. Schlaf schön. Danke. Nacht. Nacht, Hans. Ja. Mensch, hier stinkt's ja. Hast du etwa wieder geraucht? Ich? Quatsch. Clemens war hier, der hat geraucht. So, so, der Clemens. Du, das sag ich dir. Lass du lieber die Finger davon. Du weißt ja, dein Vater dich beim Rauchen erwischt, und jetzt dresche. Ede, hol doch mal den Clemens aus der Schublade raus. Du, sag aber bitte nichts dem Vater. Ja, ja, ist ja schon gut, Kleiner. Von mir aus kannst du rauchen, so viel du willst. Aber nur nicht meine Zigaretten, das sage ich dir. Du bist ein Funskerl, Hans. Du Liebling, jetzt brauche ich nur noch einen schicken Entwurf für ein Shampoo. Du, ich bin so glücklich. Ja? Jetzt wollen wir uns aber nicht mehr streiten, nein? Jetzt muss ich aber gehen. Papi wartet. Na, lass ihn doch warten. Ich komme ja heute Abend wieder. Wiedersehen, Liebling. Morgen, ja. Morgen. Guten Morgen, das Übrigen. Na, Herr Römer, was haben wir Schönes? Ein Einschreibebrief. Na, hoffentlich was Gutes. Bitte. So, danke schön. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Aufgrund ihres Verhaltens bin ich von ihrer Frau Helene Gedorne-Schiller beauftragt, die Scheidung einzureichen und bitte sie... Was gibt es doch gar nicht. Mutchen, wir haben uns wieder ausgesöhnt. Du, ich bin so verliebt wie noch nie. Na, Kind, das ist schön und vernünftig. Ja, ist Thea nicht hier? Thea? Nein, die ist Tennis spielen. So. Aber was machst du denn hier? Ich denke, du führst meine Bücher. Ja, Fabi, aber weißt du... Sie hat sich mit ihrem Mann wieder vertragen. Es ist alles in bester Ordnung. Was? Ja. Ja. Ich geh schon. Einmal so, einmal so. Die wissen auch nicht, was wir wollen. Na, sind eben junge Leute. Ja, aber wir waren doch nicht so. Na, ich weiß nicht. Ja? Kläuschen, hast du Sehnsucht nach mir? Was ist denn los? Ich verstehe kein Wort. Du verstehst mich ganz genau. Unterbrich mich nicht immer. Behauptest, du wärst nie so glücklich gewesen wie heute Nacht. Und dabei war der Brief schon unterwegs. Welcher Brief? Na, der von deinem feinen Herrn Rechtsanwalt. Also bitte schön, wie du willst. Dann heirate deinen blöden Zahnarzt. Oh, zwischen uns ist es aus. Ich fände ich bitte. Dankeschön. Wiedersehen. Du, Luise, du sollst mal zur Mutter in die Küche kommen. Zur Mutter? Was will die denn? Du Vater, weil wir gerade alleine sind, ja? Kann ich dich einen Moment mal sprechen. Ja, wie viel brauchst du denn?
Naja, so 30 Mark wäre schon schön, weißt du, so im Urlaub jetzt. Ja. So, hier, aber komm nicht so bald wieder, ne? Dankeschön. Übrigens hier, ja, der neueste August deiner Tochter Thea. Du kannst sagen, was du willst, Vater. Das Mädchen ist tüchtig. Ja, sehr tüchtig. Mhm. Wenn der Küppers tatsächlich die Namen seiner stillen Teilhaber freigibt, du, das gibt einen Riesenstunk. Da werden die Köpfe rollen. Meinst du? Ja, ja. Der Küppers ist ein rabiater Bursche. Der hat doch seinerzeit den korrupten Rechtsanwalt vollkommen zum Krüppel geschlagen. Was gibt's denn da zu grinsen? Ja, wenn ich also in diese Sache verwickelt wäre, ich würde türmen. So, ich kann doch meine Familie nicht im Stich lassen. Was? Ich meine, es muss doch einen Ausweg geben. Ja, ja, wenn die Leute schlau wären, würden sie zu Küppers Rechtsanwalt gehen. Und so unter der Hand werden doch ganz andere Dinge zurechtgebogen. Ja, unter der Hand. Mhm. Mhm. Ja. Hoffentlich merken die Eltern nicht, dass ich schon wieder die Schule geschwänzt habe. Der Vati würde mich bestimmt überlegen. Na, wenn schon. Für die Ehre, mit mir zusammen sein zu können, dürfte dir so ein bisschen Dresch ja wohl nicht zu viel sein. Für seine Liebe muss man leiden können. Eingebildeter Affe. Sag das nochmal. Eingebildeter Affe. Oh, zur Strafe komm ich jetzt aber einen Kuss. Danke. Also ich würde mal Benzin reintun. Ach, das weiß ich selber, du vorlauter Bengel. Halt deinen Mund. Ausgerechnet er weiß es. Verfluchter Mist, Schickle. Morgen, Vati. Ja, moin. Was ist das für eine Afferei? Eine Bäckerstochter hat nicht Tennis zu spielen, sondern ihrer Mutter im Haushalt zu helfen. Ja, ja. Übrigens, Thea, wie hieß doch gleich dieser blödsinnige Rechtsanwalt in Hannover? Na, Müller. Wenn einer schon Müller heißt. Herr Dr. Müller nimmt einen auswärtigen Termin wahr. Aber vielleicht kann ich Sie für nächste Woche vormerken. Nee, so lange kann ich nicht warten. Ich hab's recht eilig, nicht? Geht's denn nicht eher? Ja, wenn Sie mit dem Vertreter von Herrn Doktor sprechen wollen. Ja, bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Ja, guten Tag, Herr Schiller. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie uns mal besuchen. Was kann ich für Sie tun? Ach, Sie, Herr Horstmann. Oh, nein, ich wollte Herrn Rechtsanwalt persönlich sprechen. Ich komme dann noch mal wieder, wenn er da ist. Ist ja nicht so eilig. Nein, aber Sie können mir Ihren Fall ruhig anvertrauen, Herr Schiller. Ich bin in sämtliche Angelegenheiten unserer Kanzlei eingeweiht. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Bitte schön. Naja. Ja? Also, was kann ich für Sie tun? Aber das muss natürlich unter uns bleiben. Ja? In jeder Beziehung, auch meiner Familie gegenüber. Aber selbstverständlich. Da ist doch dieser Fall Küppers. Na, Sie wissen ja Bescheid, ne? Und ich bin in eine etwas peinliche Situation geraten, wissen Sie. Ich gehöre nämlich zu dem Bekanntenkreis dieser Dame. Ach nee. Ja, nun nicht so, wie Sie denken. Also, ich bin durch einen blödsinnigen Zufall hineingeschlittert. Ich hab die Dame in meinem Auto mitgenommen und hab sie in ihr Jagdhaus gefahren. Nicht? Ach nee. Ja, und da hat sie mich eingeladen. Da haben wir uns unterhalten, nicht? Und ein Schnäppchen getrunken. Ach nee. Ach, nur sagen Sie immer, ach nee. Ach ja, und dann habe ich ihr beigebracht, wie man Pastetchen backt. Und dabei habe ich ein bisschen viel getrunken. Am nächsten Tag bin ich dann mit so einem dicken Kopf nach Hause gekommen. Ach nee, wissen Sie, also, und oh, was soll ich Ihnen sagen? Und bis heute weiß ich noch nicht, was die ganze Nacht über passiert ist. Ja, und was kann ich nun für Sie tun, Herr Schiller? Ich will mich doch nicht bis auf die Knochen blamieren, verstehen Sie? Und vielleicht können Sie mich aus der ganzen Sache ein bisschen raushalten. Ich? Ja. Ja, wieso denn ich? Ja, Ihr Herr Dr. Müller hat doch dieses verdammte Tagebuch hier in Verwahrung. Ja, dann muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Schiller. Was? Ja, diesen Fall bearbeitet nämlich Rechtsanwalt Müller 2. Was? Ja, wir sind Müller 1. Oh, das ist ja eine Unverschämtheit. Hören Sie, warum sagen Sie mir das nicht gleich? Aber entschuldigen Sie gütig, Sie wussten doch gar nicht, was Sie wollten. Ach, die wussten nicht, was Sie wollten. Aushorchen wollten Sie mich. Ihr Betragen ist unerhört. Guten Tag, wissen Sie? Nun möchte ich bloß wissen, wo du dich erkältet hast. Sag mal, hast du etwa wieder im Freien gebadet? Ich? Nein. Anni, du weißt, Lügen kann ich nicht vertragen. Also sag die Wahrheit. Du hast gebadet. Ja. Allein? Ja.
Mit wem allein? Mit Clemens. Also, Anni, das geht nun wirklich zu weit. Wieso denn, Mutti? Clemens und ich wollen doch heiraten. Ach, ihr wollt heiraten? Na, das ist natürlich was ganz anderes. Wann wollt ihr denn heiraten? Bald. Ja, das verstehe ich. Du bist 14 und Clemens ist 16, da wird's ja die höchste Zeit. Und von was wollt ihr leben? Fati hat doch so viel Geld. Anni, das ist die Lösung. Also, das wird Fati besonders freuen. Meinst du, Mutti, dass Fati mir Geld gibt? Na, wenn auch nicht Geld, aber bestimmt eine ordentliche Tracht Prügel. Oh. Annichen, mein dummes Kind. Weißt du was? In 5 Jahren, da wollen wir uns mal wieder drüber unterhalten, ja? Und du schläfst du mir schön, dass du schnell gesund wirst, ja? Du weißt doch, unsere silberne Hochzeit steht vor der Tür. Und da müsst ihr alle Neuen doch dabei sein, nicht? Selbst noch mehr Blumen, ihre Herrschaftszeiten. Wo soll ich denn bloß hin damit? Donnerwetter, ist der Kragen eng. Was ist denn das, verdammt nochmal? Aber Friedrich flucht doch nicht so an unserem Silberhochzeitstag. Mach der Herr, halt mir jetzt keine Vorträge. Hilf mir lieber. Ich kann dir nicht helfen. Die blasen doch schon. Wir müssen uns beeilen. Ach, jetzt ist mir der Reißverschluss hängen geblieben. Jetzt kriege ich es hinten nicht auf. Und ich vorne nicht zu. Pass doch auf. Stell dich doch nicht so an. Zähne geht's doch schon los im Zunfthaus. Festgemauert in der Erde. Dieses plastische Bild Ihres großen Namensvetters Friedrich Schiller passt wie kaum ein anderes für unsere heutige Feierstunde. Es handelt sich zwar hier um keine Glocke, sondern um eine Ehe. Aber trotzdem passt auch hier das Dichterwort. Denn um das Strenge mit dem Zarten. Wo starkes sich und mildes Pachten, da gibt es einen guten Klang. Und dieser gute Klang hat in einer Schar von blühenden Kindern Ausdruck gefunden, die ihre Eltern lieben und verehren. Und in der Achtung der Mitbürger, die den Silberbräutigam für hohe Ehrenstellen der Zünfte ausersehen haben. Haus und Werk statt reinzuhalten, ist des Handwerksmeister höchste Ehre. Und dringend waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder. Und lehret die Mädchen und wehret den Knaben. So ist aus dem Gleichklang des Elternhauses neue Harmonie erwachsen. Bald werden blühende Töchter dem Beispiel ihrer Eltern folgen und mit einer fröhlichen Kinderschar eine neue, tüchtige Generation ersehen lassen. Gott soll mich schützen, alles, nur nicht neuen Kinder. Sei doch still. In diesem Sinne, liebe Freunde, geleiten unsere aller guten Wünsche das Jubelpaar in sein altes, festgefügtes Haus, wo es im Kreise seiner Kinder und Freunde nach schlichter Bürgerweise das Fest seines Ehrentags begehen mag. Amen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Es war wundervoll. Oh, du.
Ruhig, bleib mal ruhig. Bleib ruhig. Darf ich das Jubelpaar und die verehrten Gäste bitten, einer kleinen Darbietung geneigtes Gehör schenken zu wollen? Jetzt bin ich aber gespannt, was die uns vormachen. Ja, ich auch. Alles gemacht. Tam, tam, tam. Psst. Zur Liebe ist es nie zu spät. Wie in dieser Stunde seht, die 25 Jahre, die waren wunderbar, weil ihr euch heute noch so versteht. Zur Liebe ist es Anton, zur Liebe ist nie zu spät. Ja, da haben wir ja noch Zeit. Zur Liebe ist es nie zu spät. Oh no, für mich ist es zur Liebe nie zu früh. Lebens immer weitergeht, zur Liebe ist es nie zu spät. Ich hab dein Glas trinkt rein. Sehr schön, sehr schön. Silenzium! Ich bitte um einen Ehrentanz für das Silberpaar. Treffen Sie die Frau? Na, einmal in 25 Jahren kann ich es ja probieren. Ja. Gott sei Dank, endlich frische Luft. Das war ja gar nicht mehr auszuhalten. Na, komm mit. Ja. Du und wenn du dich wieder mal von mir scheiden lassen willst, du streue ich, dann sagst du mir das aber selbst, ja. Ich will mich doch gar nicht scheiden lassen. Und wenn du noch so ekelhaft bist, ich brauche doch einen Vater für mein Baby. Ein Baby? Du, wir bekommen ein... Mein Baby, ja. Ein richtiges Baby. Frau Schiller, wie hat jetzt gleich das Lied geheißen, das Schöne, das, wo die Sängerin gesungen hat? Ach, warte mal, Rose, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ja. Mutti, ich muss auch mal wohin gehen. Aber Kind, warum bist du denn nicht zu Hause gegangen? Papi war drauf und hat zu lang Zeitung gelesen. Lusche. Rose, zeig mal der Kleinen, wo es ist. Ja. Ist schon recht, komm, geh mal. Na, Kind? Was heißt, na, Kind? Musst du denn überall Zeitungen lesen? Wie kommst du jetzt plötzlich darauf? Ach. Ach. Pardon, Regie. Würden Sie mit mich... Mit mir? Oh, mit mir. An den See kommen? Ich habe Ihnen etwas zu sagen, aber allein. Ja? Die Luise und der Hans, die verstehen sich aber wirklich sehr gut. Aber warum soll sie nicht verstehen? Die Luise ist ja auch ein Prachtmädel, ne? Aber ob wir ihr das jetzt nicht mal sagen müssen? Aber macht er doch nicht heute an unserem silbernen Hochzeitstag doch nicht. Na, heute muss es ja auch nicht sein. Okay. Wirklich, Regine, glauben Sie mir, Sie sehen wunderbar aus. Verzeihen Sie, Regine, bitte, ich möchte Sie sehr gern küssen. Das geht aber nicht. Aber warum? Nein, weil hier zu viele Leute sind. Aber die Leute stören mich überhaupt nicht. Ja, aber mich? Vorsicht! Oh, und dafür muss ich ins Wasser. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. So. Oh, no, Regine. Oh.
Aber sagen Sie selbst, ist das nicht Liebe? Haben Sie nicht ein Taschentuch für mich? Oh, wohl, Momo. Sehr schön. Ah, oh, pardon. Oh. Vielleicht. Aber ziehen Sie das an, Sie werden sich sonst verkühlen. Ja. Kommen Sie. Oh. Regine, was ist denn passiert? Ach, schnell, Fanny! Mutti! Halt doch mal ganz schnell! Regine! Was ist denn? Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Wir sind ins Wasser gefallen. Ach, darum seid ihr auch so nass. Oh, mein Kind, wie ist denn das geschehen? Wir sind ausgerutscht. Das ist ja egal, wie das geschehen ist. Ihr müsst euch umziehen. Ich bringe Ihre Fräulein Doktor nach Hause und lege sie fort. Oh, das ist eine gute Idee. Und bitte, Vater, lass doch die Kleine mitfahren. Ja, ja. Es ist die höchste Zeit, dass Julchen ins Bett kommt. Du nimmst Julchen mit und dann gibst du dem Herrn Monsieur Dupont einen Anzug von mir, damit er sie nicht erkennt. Ja, 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 Kinder, nur los, los. Ja, abmarschen, die Wagen. Das ist doch... Ja, oh, was ist denn? Oh, ich glaube, ich kriege einen Hexenschuss. Na ja, die fallen ins Wasser und du kriegst einen Hexenschuss. So, mein Schatz, jetzt schläfst du gleich wie ein Murmeltier. Oh, keinen Unsinn machen, ne? Ach ja, hier ist dein Schokoladenpudding zum Naschen. Ja? Oh nein! Ich komme in Sachen Ihres Vaters. Aber ich finde, ich sehe sehr elegant aus. Vielleicht ist er ihr über die Öfte ein klein wenig zu eng. Oh. Ja, und die Schuhe ein bisschen zu groß. Oh. Dabei haben wir gar keinen Grund zu lachen. Warum? Weil wir beide eben beinahe ertrunken wären. Oh, Regine. Mit Ihnen möchte ich jeden Tag ertrinken werden. Sie sind unverbesserlich. Ja, ich glaube, ich muss mich jetzt auch umziehen, nicht? Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, ja, gerne. Oh. Ja, Sie dürfen Julchen inzwischen Gesellschaft leisten. Wo? Ich rufe Sie dann. Darf ich Platz nehmen, Mademoiselle? Merci. Und was wollen wir machen? Kannst du Karten spielen? Ja, Poker. Kann ich nicht, aber 66. Oh, kann ich nicht. Dann lerne ich dir. Oh, ist sehr liebenswürdig. François, Julchen muss jetzt schlafen. Ach, Sie sehen entzückend aus, Regine. Sie aber auch. Ich habe mit Julchen 66 gespielt. Sie hat mir 2 Mark abgenommen. Oh, Sie verstehen sich gut mit Kindern. Ui. Sie hat mich gefragt, wann ich Sie heirate. Wen? Das Julchen oder mich? Natürlich Sie. Was haben Sie geantwortet? Hören Sie zu, Regine. Verzeihen Sie bitte, mein Pantoffel. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind ganz anderes als andere junge Mädchen, die ich kenne. Sie sind eine Dame und ein guter Kamerad. Andere Mädchen, sie denken zuerst an mein Geld. Und sie werden böse, wenn ich spreche von mein Geld. Sie haben eine so reizende Familie. Ich möchte Sie heiraten, Regine. Und warum tun Sie es nicht? Regine. So, Karl, sei so gut, hilf dem Vater aus dem Wagen, ja? Komm schon. So? Danke schön, mein Junge. So, und jetzt amüsiert euch noch gut, ja? Und wenn irgendjemand unser Verschwinden bemerken sollte, dann sagst du, Vater hat einen Hexenschuss, der muss ins Bett. Ach Quatsch, ich habe hier gar keinen mehr. Ja, ist gut. Gute Nacht. Oh, oh. Und gute Besserung. Ja, danke. Oh. Ist schlimm? Na, geht so. Schließ nicht ab. Die Kinder kommen ja noch nach Hause. Oh. Na ja, warum hast du auch nicht den Mantel auf der Fahrt angezogen? Ich verstehe das gar nicht. Quatsch, das kommt doch nicht davon. Na ja, werde ich nachher einreiben. Ja. Oh, oh, Martha. Mehr links. Da. Ja, ja, da. Ah, ah. Na, es ist doch nicht so schlimm. Hab dich doch nicht so. Ist doch halb so schlimm. Ja, für dich nicht, aber für mich. Mhm. Ach, Friedrich, das war doch ein schöner Tag heute. Mit all den Kindern, nicht? Ja, Martha.
Aber du warst die Hübscheste. Oh, oh Gott, mein Armes. Und du bist der Tüchtigste, Friedrich, der Tüchtigste von allen. Aber ich habe so das Gefühl, dass dich was bedrückt. Überhaupt schon die ganze letzte Zeit. Na ja, weißt du, der verdammte Hexenschuss da hinten und... Ach nee, der Hexenschuss da hinten, der ist nur äußerlich. Du hast einen seelischen Hexenschuss, weißt du? Möchtest du mir nicht endlich sagen, was du auf dem Herzen hast? Ja, Martha, du hast recht, weißt du. Wollen wir ganz offen miteinander lügen, ne? Reden. Mhm. Also, wie hast du diese Lollo eigentlich kennengelernt? Aber Martha... Nee. Nun mal nicht ablenken, mein Lieber. Oder kennst du die Lollo etwa nicht? Ich kenn sie nämlich. Sie war neulich bei mir im Laden. Was? Die war bei dir im Laden? Ach, du hast sie gar nicht erkannt, wie du durch das Schaufenster geguckt hast und dich dann so heimlich verdrückt hast? Nein. Ach, Friedrich, du bist ein sehr schlechter Schauspieler. Und endgültig hast du dich verraten, wie unsere Thea den Sensationsartikel in der Zeitung vorlas. Ja, also, Martha, also gut, ich geb's zu, ich kenne die Lollo, die kenne ich, ja. Aber passiert ist ganz bestimmt nichts. Also, Friedrich, davon bin ich überzeugt. Ja? Mein Gott, ist der schwer. Ja, der Dicksack hat ja auch heute wieder gefressen. Das war ja nicht mehr amtlich. Mach doch mal Licht. Ja. So, ich schaffe ihn schon alleine. Komm nur halb stark ab. So, mein Sohn, jetzt geht's abwärts. Oh, sei doch nicht so laut, Hans, damit die Eltern nur ja nichts merken. Och, eine Tracht Prügel kann dem Lümmel gar nichts schaden. So besoffen, wie der ist. So, schlaf du schön deinen Rausch auf eben, nicht? Eigentlich bin ich dem Jungen ja richtig dankbar. Wieso dankbar? Ja, weil wir beiden doch jetzt so gemütlich zusammen sind, nicht? Auch das Tanzen war so schön draußen am See, nicht? Mhm. Ich finde ja, du tanzt am besten. Ja? Ja, Schwesterchen. Und überhaupt von all meinen Geschwistern gefällst du mir am allerbesten. Ach, du bist so ein fabelhafter Kamerad, Hans, weißt du? Oh. Möchtest du was? Kotzen. Friedrich, du bist wirklich einmalig. Nun bist du mal mit einer hübschen Frau zusammen und bäckst Pastetchen. Du, die waren mir aber prima gelungen. Du, Friedrich, ja? Ach, bitte sei nicht böse. Hm. Aber ich stell mir gerade vor, du hättest heute vor 25 Jahren auch Pastetchen gebacken. Ach, mein Guter. Aber weißt du, wenn ich mir das Ganze so überlege, dann ist es doch das Richtigste, du gehst selbst zu dem Direktor Küppers hin und sprichst mit ihm. Was, mit dem? Ja. Mit dem rabiaten Küppers? Du weißt doch, der schießt... Oh, mein Hexenschuss. Der schießt mich doch glatt über den Haufen. Ach, Martha, ich möchte doch so gerne an Altersschwäche sterben. Ach, mein Guter, vielleicht hast du recht. Aber weißt du was? Wir werden das Ganze mal überschlafen. Ja. Ach, Friedrich, das war heute ein sehr anstrengender, aber sehr schöner Tag. Ach, du bist eine fabelhafte Frau, Martha. Und ich wünsche uns beiden noch mal so glückliche 25 Jahre. Aber ohne Lollo. Bitte, Herr Direktor Küppers, glauben Sie mir doch nach allem, was ich Ihnen erzählt habe. Mein Mann ist wirklich ganz unschuldig in diese Geschichte reingeschlittert. Hat er Ihnen das selbst erzählt? Ja, das hat er. Und das hätte er doch nie getan, wenn er kein reines Gewissen hätte. Liebe Frau Schiller, hier ist das ominöse Tagebuch meiner Frau. Soll ich Ihnen mal ein bisschen was draus vorlesen? Ja, bitte, wenn Sie meinen. Heute mit Herrn Schiller reizende Stunden verlebt. Er spielte Akkordeon und wir tanzten ein wenig. Ein furchtbar netter Bursche meinte, dass ich die erste Frau bin, die ihn wirklich fesselt. Etc., etc. Tja, Frau Schiller, was sagen Sie nun? Tja, das etc. macht mich ganz krank. Guten Tag. Ach, Lollo, gut, dass du kommst. Das ist Frau Schiller, sie ist wegen ihres Mannes hier. Ja, wir kennen uns, Frau Schiller, ich habe schon mal Pasteten bei Ihnen bestellt. Ja, richtig. Bitteschön. Aber mein Mann kann doch gar nicht Akkordeon spielen. Akkordeon? Verzeihung, das verstehe ich nicht.
Bitte behalten Sie doch Platz. Ja, Ihr Mann sagt, dass mein Mann Ihnen Akkordeon vorgespielt hat und er kann gar nicht Akkordeon spielen. Ja, ich habe Frau Schiller aus dem Tagebuch vorgelesen. Ach so, da scheint eine kleine Verwechslung vorzuliegen. Ihr Mann, Frau Schiller, der war reizend und sehr hilfsbereit. Erst hat er mich hergefahren und dann haben wir Pastetchen gebacken und... Und dann? Dann ist er eingeschlafen. Ach so, ja, das ist mein Mann. Aber Ihr Sohn, Frau Schiller, Karl heißt er, wenn ich nicht irre. Was denn, den kennen Sie auch? Natürlich, der Junge hat doch die bestellten Pasteten hergebracht. Also auf den Jungen müssen Sie aufpassen. Ach, meinen Sie? Bestimmt. Na, sehen Sie, Frau Schiller, es hat sich ja alles aufgeklärt. Und nun bestellen Sie Ihren Mann... Dass alles in bester Ordnung ist. Und es kommt bestimmt nichts in die Zeitung. Nichts, Friedrich, gar nichts. Das Ganze war doch bloß Theater. Die Frau Küppers, die wollte ihren Mann eifersüchtig machen mit den sogenannten Liebhabern. Und du und Karl, ihr wart eben eines ihrer Opfer. So, na, das finde ich aber ein bisschen reichlich. Und dem Karl, dem grünen Jungen, dem werde ich auch nicht die Leviten langziehen. Lässt sich von einer wildfremden Dame zum Tee einladen. So was tut man ja nicht. Friedrich, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ja, aber macht er bei mir so etwas ganz anderes. Ja, bei euch Ehemännern ist das ja immer was ganz anderes, du. Ach, ich bin so froh, dass du mich nicht beschwindelt hast. Weißt du, mir ist so ein Felsbrocken vom Herzen gefallen. Ach, das glaube ich. Aber... Ja? Du, der Küppers, der hat seiner Frau Adieu gesagt und da war er so zärtlich zu ihr, hat sie in die Arme genommen und geküsst. Ja. Warum machst du das eigentlich nicht? Ja, aber Martha, ich kenne doch die Dame viel zu wenig. Sagst du gar nichts, hm? Warum hast du denn den blöden Hut immer noch auf? Du gefällst mir, blöder Hut, hm? Gerade neu gekauft habe ich mir. Der Käuferin hat gesagt, 10 Jahre jünger schaue ich aus damit. Wie alt bist du denn eigentlich? 40. Mit oder ohne Hut? Du tu mich du für nicht beleidigen, gell? Oh mein Gott, das war doch ja nicht so gemeint. Ja. Ach, hier bist du. Und schau dir das an, wie das wieder hier aussieht. Dieser Ede, der ist aber auch ein zu unordentlicher Junge. Hör mal, mein Kind, ich habe mit dir zu reden. Ja, Mutter, du machst hier so ein feierliches Gesicht. Findest du? Ja. Nein, aber Vater und ich, wir beide haben uns gestern überlegt, dass du nun eigentlich alt genug bist, um mit dir offen sprechen zu können. Was ist denn los? Ich bekomme ja richtige Angst. Brauchst du nicht zu haben, mein Kind. Komm, setz dich mal hier zu mir. Weißt du, Luise... Damals, bei dem großen Bombenangriff auf Hamburg, 42, da sind unsere besten Freunde umgekommen. Und die haben ein Baby zurückgelassen. Und das haben wir zu uns genommen. Und weil es uns so lieb geworden ist, haben wir es behalten, wie unser eigenes Kind. Und das ist Hans. Nein. Das bist du, mein Kind. Ich? Aber dann seid ihr ja gar nicht. Aber natürlich sind wir deine Eltern. Oder hast du das irgendwann mal anders empfunden? Oh nein, Mutti, oh, ihr wart ja immer so gut zu mir. Siehst du, und du hast uns nur Freude gemacht. Aber einmal musste ich es dir doch sagen, nicht? Und ich glaube, jetzt war es Zeit. Na, wein doch nicht. Luise, bleib doch alles beim Alten. Wie dumm von mir zu weinen. Bitte sei nicht böse, Mutti. Aber Kind, ich verstehe dich nur zu gut. Es kommt alles ein bisschen plötzlich, nicht? Weißt du was? Wenn ich heute Abend zurückkomme, ich muss nämlich jetzt dringend mal fort, dann zeige ich dir die Fotos von deinen Eltern, ja? Wir haben alles für dich aufbewahrt. Weißt du schon das Neueste? Nee. Der Horstmann Heinz war halt bei unserem Herrn. Hat um die Hand von der Thea angehalten. Mhm. Und der Meister, der hat ihn da rausgeschmissen. Na, der wird sich damit abfinden müssen, dass er Studierter ist. Die Thea weiß genau, was will. Kann sich der alte Schiller am Kopf stellen. Und die Regine heiratet der Franzos? Ja, freilich. Das ist ja prima. Ja, hier wird ja eine Doppelhochzeit. Na ja, nun, mir ist recht. Schau, dann geht's in einem aufwaschen, ne? Heiraten. Heiraten, heiraten, alle heiraten. Und ich? Ja, das kann ich ja verstehen. So wie ich aussehe. Mir wär's schon recht. Ja? Und tagsüber bist du doch sowieso in der Backstube. Ja. Donnerwetter, das wird ja eine Sensation. Doppelhochzeit in einem Blick. Ach, ich glaube, es muss wunderschön sein zu heiraten. Luise. Ja? Ich meine, wir zwei, wir könnten es doch auch mal versuchen, oder? Ja, meinst du wirklich? Ob es sich wohl lohnt? Vielleicht.
Lohnt sich. Weißt du, Friedrich, so zwei Kinder auf einmal zu verlieren, ist doch nicht leicht. Ja, wie viel haben wir eigentlich noch? Also, immerhin noch 6 Stück. Aber eigentlich ärgere ich mich über diesen Horstmann, dass der uns rumgekriegt hat. Ach, Friedrich, die Hauptsache ist, dass die Thea mit ihm glücklich wird. Naja, auf jeden Fall sind wir die Sorgen für die Kinder schon mal los. Ja? Uns wird ein bisschen Ruhe im Haus. Ach, jetzt. Du bist ja naiv. Wieso? Na, jetzt geht's doch erst los. Was geht jetzt los? Na, Friedrich, wenn unsere Kinder Kinder kriegen, dann sind wir Großeltern. Ne? Ja. Und dann sind wir nur dazu da, die Kinder unserer Kinder wieder aufzuziehen. Das wäre ja noch schöner. Mach dir nur darüber keine Illusionen, du. Was, noch mal so ein Stall voller Kinder? Nee, Martha, das kommt nicht in Frage. Nee, mit mir nicht. Mit mir nicht! Eine glückliche Familie ist das Schönste auf der Welt, weil sie so zusammenhält wie Pech und Schwefel. Eine glückliche Familie ist das Schönste auf der Welt. Dies Glück gibt's nur für Liebe, nicht für Geld.